So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Legend of Grimrock, Teil 1. Wir sind... Ah, okay, gibt es anscheinend noch ein paar Doublet, was ist das denn? Protection 2. Ein paar Items hier zum Aufrüsten. Eine Silk Hose. Protection 2, hat der schon eine? Protection 3 hat der sogar. Er hat eine Attack Power plus 1. Ich glaube, ich werde ihm trotzdem mal das geben, auch wenn, ja... Dem gebe ich mal ganz kurz die ganzen Fackeln. Der kriegt die ganzen Wurf-Items. Der kriegt auch mal die ganzen Dinger zum... Genau, Scrolls kriegt alles er. Die ganzen magischen Dinge kriegt er. Und er kann einfach mal das Fressen und so weiter behalten. Der Kompass kann auch da bleiben. Ja, das ist natürlich hier die Hammer-Non-Scroll. Bisschen klein das Inventar. Ich glaube, in Teil 2 ist es größer. Bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher. Der kann ruhig mal mitschleppen. Der hat 75 Kilo kann er mitnehmen. Also das ist eine ganze Menge. Der kann auch futtern und das kann man zum... Achso, Shift, linke Maustaste, rechte Maustaste, um die zu teilen. Das werden wir ganz kurz mal testen. Ah ja, Tatsache. Und das kann man halt, wenn man einen Mörser und einen Stößel hätte, verarbeiten. Da haben wir nochmal Brot. Mole Jerky. Mole Red Fleisch, also. Mole Jerky, ja, Schinken oder sowas. Oder generell nur Fleisch. So, und das war's gewesen. Ich kann, lass die Tür offen. Ich lasse immer gerne alles offen, wo ich dann halt schon war. Brauchen wir Futter? Ja, kann man dem mal Futter geben. Der braucht noch nichts. Und der, theoretisch könnte man ein bisschen was Leichtes geben. 1,4. Okay, der hat ein bisschen mehr Text dabei. Ein leckerer Mushroom, oder ein leckerer Pilz, normal gefunden in den tiefen Untergrundhöhlen zum Beispiel. Oder, ja, würde ich sagen. Der legendäre Meisterchef auf Northampton Palace. Ich glaube, damit kann man etwas machen später. Deswegen möchte ich die ungern essen. Gib mal einfach mal ein Brot. Gib mal ein Brot und ja, er hat immer noch ein komisches Sternchen. Aber das ist jetzt egal. Eine große Halle ist ja immer etwas beängstigend, weil wer weiß, was ist hier für... Oh, da haben wir einen Fackelhalter. Ah ja. Da haben wir das nächste Secret gefunden und deswegen... Ah ja, was haben wir hier? Shoulder left, cells right. Okay, die Zellen sind rechts und links ist irgendwas anderes. Ein Secret ist zumindest hier, was mir sehr, sehr gut gefällt. Iron Bazinet, eine schwere Rüstung. Minus 10 Evasion without heavy armor proficiency. Das heißt also, wir müssten hier 16 Punkte haben. Damit wir das haben. Aber ich denke mal, ich werde ihm das trotzdem geben. Evasion war ausweichen, ne? Genau. Ausweichen von physischen Attacken. Und da er sowieso Geschicklichkeit recht gering hat, ist egal. Dem geben wir jetzt einfach sowas. Der hat sowieso so viel Leben und so weiter. Der kann das ruhig mal machen. Der kann das ruhig mal überleben. Und abbekommen, weil er hat ja viel, viel Protection dazu bekommen. Durch die, ja, den werden wir gleich mal wieder mitnehmen. Obwohl, nehmen wir den mit. Okay, geht wieder runter, dann müssen wir die Fackel doch behalten. Die würde ich dann doch gerne alles offen lassen, was ich so erkundet habe. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. Mein Dings ist immer noch etwas unfähig. Oh, unfähig leider bezüglich... Muss ich eigentlich auf den Stab klicken damit? Nee, eigentlich nicht, ne? Ist eigentlich egal. Unfähig bezüglich Magie, was erst ein bisschen schade ist, weil ich ihn eigentlich auf Magie getrimmt hatte. Aber gut, kann man jetzt nichts mehr... Alter, wie viel hätten die bitte durch? Komm her. Sollte die down sein. Der hat schon ein bisschen durchgehalten. Haben wir hier Texte? Nee, wa? Nee. Da ist ein Secret. Da ist anscheinend gar nichts drin, aber trotzdem will ich da rein. Was sie sich da wohl gedacht haben? Ah, da ist ein Secret. Das kann ich zum Beispiel mitnehmen. Eine leichte Rüstung, die werden wir auf jeden Fall... Wo haben wir sie? Da. Geben wir wahrscheinlich ihm. Protection 3, minus 5 Evasion. Oder geben wir sie ihm? Protection... Okay, der hat noch gar keine, würde ich sagen, geben wir sie ihm. Der hat noch gar keine. Hauptsache überhaupt erstmal Protection. Okay, Evasion minus 5. Ob das so gut ist? Hat der... Okay, der hat gar nichts. Der kann die überhaupt gar nicht tragen, deswegen gebe ich ihm jetzt die gar nicht. Die gebe ich ihm, weil er kann theoretisch die Rüstung upgraden. Und dann kriegt er die ohne Malus. Na, der hat doch schon mal dieses Pigeon-Set voll. Oh, okay, Breath Key. Den Pigeon-Set. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Z-Bonus gibt und so weiter. Ich glaube nicht, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Dafür würde ich mir jetzt nicht zum Beispiel meine Hand ins Feuer legen. Das auch wieder, Alter, ich will da überall rein. Was ist los?
Erstmal nach Knöpfchen gucken. Ich gucke ja überall immer so halbherzig, gucke ich dann nur rauf. Und dann doch lieber noch einmal versuchen, nochmal nachzugucken, ob man da nicht doch was findet. Ich werde mir ganz kurz hier zusammen orientieren. Ja, okay, komm, das kann ich auch ruhig hier unten hin. Und der Breast Key kommt hier rein. Da hinten sind zwei Druckplattformen. Da gehe ich mal stark von aus, dass ich da was raufstellen muss, damit sich die beiden, damit die Tür offen bleibt. Dahinter ist etwas, was mit Flügeln schlagen kann. So, so. So, was haben wir hier? Da haben wir zum Beispiel ein Knöpfchen, habe ich gerade schon gesehen. Secret Round! Poison Arrow. Oh, das ist nice. Da gehen wir eben mal. Ich weiß gar nicht, ob ich die Pfeile wieder kriege oder nicht. Habe ich da gerade was gehört, als ich die Fackel rausgenommen habe? Nee, ne? Eigentlich nicht. Nehmen wir die Fackel auch mal raus. Alle Fackeln rausnehmen. Also wie gesagt, es gibt Fackelrätsel. Also eine ganze Menge Rätsel gibt es hier. Und da komme ich noch nicht rein. Und da komme ich auch noch nicht rein. Aber da ist auch nichts drin. Trotzdem mag ich es nicht, wenn Türen zu sind. Ah ja, da sind wir von hinten gerade reingekommen. Von hinten, von hinten, von hinten. Gut, da wir ja noch ein paar Steinchen haben, schmeißen wir einfach mal ein. Auch wenn es weh tut, Steine zu verlieren, aber muss sein. Das muss sein. Ah ja, ich habe ja. Stimmt, ich hatte was Fliegendes gehört gehabt. Und da flattert immer noch was. Aber es möchte nicht zu mir, so wie es ausschaut. Hier ist irgendwas Schleimiges. Hör ich ja auch noch. Ja, da kommen wir ruhig mal mit hier. Ich glaube, habe ich den gerade verfehlt? Kann das sein? Ach so, ich wollte schon sagen, ich kann die, keine Lufteinheiten angreifen. Das wäre aber Käse. Okay, wunderbar. 90 Erfahrung. Wir schauen mal, wie schaut's denn aus? Bald wieder Level up, wa? 800 Erfahrung nur noch. Ist ja wenig, wa? Ist ja wenig. Okay, da schleimt etwas. No weapons allowed inside. Keine Waffen erlaubt drinne. Und ich glaube, das Rätsels Lösung war, eine Waffe da reinzulegen. Genau. Ja, ich kenne es schon ein bisschen vom Spiel. Es ist aber, es geht nicht allzu weit, dieses Spiel. Ich hatte da auch nur, keine Ahnung, 5 oder 6 Part gemacht gehabt. Und das war es dann auch gewesen. Deswegen, ich kenne auch ein bisschen was. Aber halt nicht alles. Also bald hört es auch schon auf mit meinem Wissen. Da könnt ihr euch schon mal glücklich schätzen, dass ich da nichts mehr spoilern kann. Nichts mehr weiß eigentlich. Ja, freut euch, wie ich dann wahrscheinlich fehlen werde. Da haben wir noch ein Steinchen. Die Waffe kann man, nee, die Waffe kann man, glaube ich, noch nicht mitnehmen. Auf jeden Fall habe ich noch ein Knöpfchen gesehen. Immer schön die Zauber vorbereiten. Immer schön Zauber vorbereiten. Pointy Shoes. Shoes. Protection 1, Dexterity 1. Evasion plus 5. Protection. Was hat er? Dexterity. Dann würde ich das auf jeden Fall ihm geben, weil er hat ja Dexterity. Und ihr seht schon, der Schaden ist. Zumindest die Fernkampfschäden sind stärker geworden. Und Dexterity. Ich glaube, ich habe meine Dings total verkackt, oder? Okay, ne, Accuracy and Evasion are based on Character's Dexterity, schon richtig. Dann schauen wir mal, was wir dem hier geben können. Der hat auch schon Latschen an und der hat noch gar keine an. Dann geben wir sie ihm rein. Ja, fressen, 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 ganz, ganz viel fressen und so weiter haben die ja dabei. Ist Wahnsinn. Aber auf jeden Fall hält das schon eine Weile noch. Okay, dann lasse ich den Dagger drin, obwohl. Gibt es hier vielleicht eine Fackel, die wir reinlegen können stattdessen? Ne, das muss schon wirklich eine Waffe sein. Welche ist besser? Okay, habe ich schon das Richtige reingelegt. Dann lassen wir es drin. Ich möchte, wie gesagt, gerne alles offen haben. Fackeln nehmen wir mit. Wir haben noch nicht allzu viele Fackeln. Und wie ich das Spiel kenne, gibt es später auch noch einen Lichtzauber. Oder ich kenne das Spiel halt schon aus dem zweiten Teil. Und wie gesagt, den ersten Teil habe ich mir auch angeschaut. Aber ich weiß nicht, ob es hier Lichtzauber gab. Es ist doof, dass ich mich spoilern lasse, ja. Aber ich musste das Spiel einfach ansehen. Es war einfach, es ist so gut zum Zuschauen. Und irgendwann möchte ich es mal natürlich auch selber spielen. Ich fasse mal hier. Holding Cells. Später. Später, erstmal gucken wir hier rein. Oh, da haben wir ein Knöpfchen. Enter Die Grave. Ich glaube, das heißt wohl Die Grave, oder? Na, schauen wir mal. Speichern wir mal ganz kurz. Ja, ja, okay. I understand. Ah, meine Fackel geht schon wieder aus. Ja, ja, war klar. Jetzt kommen Gegner. Und ihr kennt das Spiel, ne? Ist ja nicht so einfach. Es kommt nicht nur ein Gegner.
Jetzt kommen gleich ein paar mehr. Lass noch ein bisschen gucken, ein bisschen Manage. Ja, komm, ein paar mehr noch. Da kommen ein paar Gegner mehr, muss ich schon sagen. Das ist ein bisschen schwierig hier, sich zu managen. Der müsste eigentlich gleich tot sein, genau, der ist schon mal down. Das gefällt mir, der müsste auch gleich... Oh, cool. Da habe ich mich jetzt dummerweise einkesseln lassen. Und ich versuche, den Gegner zu killen, bevor er mich killt. Das ist die denkbar schlechteste Position, die man überhaupt haben kann. Sich angreifen zu lassen, die ganze Zeit, ohne dass man treffen kann. Soll. Mein Dings ist gleich down. Und wenn die down sind, dann ist es echt ungünstig. Okay. Weil da kriegen sie mich keine Erfahrung, wenn sie tot sind. Und ich habe echt wenig Accuracy, merke ich gerade. Also, ich treffe mit nichts. Aber das wird schon werden. Vielleicht sollte ich ihm noch die Steine in die in Dings legen, ins Inventar. Ihm da. Falls er keine Energie mehr hat, dann kann er mit Steinen werfen. Okay, der ist auch down. Okay, das war jetzt nicht ganz so einfach. Der könnte... Nee, der könnte keinen chippen. Das lassen wir mal liegen, das ganze Zeug. Das ist jetzt unnötig. Ich wollte auch meine Steinchen wieder haben. Da war eine Fackel, die ich hingelegt hatte. Ja, das war so ein bisschen... Oh, hier haben wir sogar noch... Okay, also doch nicht ganz umsonst. Was haben wir hier? Eine Knochenamulett? Ein Knochenamulett? Weiß ich nicht. Ich gebe es einfach mal ihm. So eher magischer veranlagt. Ich will aber das alles einsammeln und resten. Wir werden mal ganz kurz, pausieren hier. Oh. Albträume suchen mich heim. Nichts. Was ist passiert? Ein Traum? Oh, ich kenne dich. Ich weiß, was du suchst. Schau, halt auch schon nach mir und ich könnte dir helfen. Ja, was da passieren wird, das werden wir auf jeden Fall im Laufe des Spiels noch merken. Okay, das reicht. Er hat Level? Oh, nee, immer noch Level up, weil er die Punkte nicht ganz verteilt hat. Verstehe, verstehe. Guck mal nach... Alter, meine Schriftrolle. Eisschatz, endlich. Ah, okay, Skema, Eismagie 3. Aua! Warum tue ich das? Das war doof. Das geht halt über mehrere Felder, das ist das Gute. Also es ist kein... Nichts passiert. Ich glaube, man muss alle drücken. Genau. Okay, ich habe mich gerade wieder selbst geschnetzelt, das war doof. Und ich werde ihm jetzt auf jeden Fall noch ein Spellcraft-Ding geben. Advancing the skill enables you to cast more spells before exhausting your energy reserve. Das heißt, man kriegt also mehr Energie anscheinend dazu, oder? 98 Energie? 98 Energie, okay. Also doch noch nicht, das heißt, also wirklich nur auf die einzelnen Dinge da bezogen. Archmage, Spell Energy Costs are reduced by 50%, das 50. Level da unten. Okay, das war's gewesen. Ein wirklich gar nicht so einfach zu handelnder, ein handelnder Raum, sage ich mal. Ich fand das teilweise schon schwierig und ich gebe dem gerne immer eine Waffe. Kann ich eigentlich so benutzen? Nee, ne? Die kann ich nur zaubern damit. Damit die dann auch, wenn sie keine Energie mehr haben, zaubern können oder was machen können. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein in die Holding Cells. Genau. Ja, teilweise gibt es auch Teleporter-Rätsel. Ein Sack. Gib mir den Sack. Ah ja, genau. Alle leer. Das ist wieder ein Rätsel. Denn ihr habt gerade den Sack gesehen. Der war mal, der ist noch da hinten. Das heißt, ich muss hier ganz kurz nochmal drücken. Jetzt ist er nämlich weg. Der ist jetzt irgendwo, da hinten ist er. Wahrscheinlich muss ich jetzt, ich habe gerade den zweiten Button gedrückt, das heißt, er war wieder am Ende. Ich würde sagen, ich muss, oh, Hallöle. Toll, nicht, dass der Typ dann vor mich kommt. Das ist schon wieder der Sackdart. Da muss ich den Sack nicht als, den Knopf da hinten nicht als erstes drücken. Okay, er ist weg. Ah, guten Tag. Ich glaube, die kommen, würden da hinten rauskommen. Da ist der Sack schon wieder da. Okay. Genau, der ist da. Das heißt, also ich bin, glaube ich, richtig. Jetzt muss ich nur noch den Knopf... Gab es nicht drei Knöpfe? Eins. Zwei.
Sag mal, zwei Knöpfe, ich bin zu blöd, das Ding rauszukriegen. Ah, da ist er. Der erste. Das kannst du schon sehen, ich mache von weit weg Schaden. Das ist gut an dem Ding. Ja. Macht halt ein bisschen über Range Schaden. Das ist ganz, ganz nice. Und jetzt brauche ich trotzdem immer noch einen Sack. Der hängt gerade da hinten rum. Ich drücke aber so lange drauf, wie es geht. Und schau mal, vielleicht wird er immer wieder anders sein, weil der Ritter ist ja auch da. Okay, da ist er. Ah, da ist er. Dankeschön. Gib mir den Sack. Was haben wir da drin? Ein Iron Key, etwas zu futtern und eine Leather Cap. Okay. Den haben wir aber auch schon. Ich würde sagen, dem geben wir das mal. Protection. Genau. Jetzt hat er noch weniger Evasion. Das macht aber nichts. Ach, ich mag das Spiel wirklich. Ich liebe es eigentlich. Eigentlich liebe ich das Spiel. Gut, und der kriegt hier die Schriftrolle. Der bekommt die. Den Sack. Was machen wir in den Sack rein? Ah, wir haben sogar noch einen Tethered Cloak, siehst du? Können wir mal jemand anderen geben. Evasion plus 2. Können wir sie mal wieder ein bisschen hochpumpen. Was könnte in den Sack reinpassen? Ich gebe dem Sack erstmal ihm hier unten. Und ich denke, da kann er einfach mal alle Spruchrollen reinpacken. Alle Spruchrollen, die wir gefunden haben, packt er hier rein. Dann hätte ich gerne noch einen Sack für meine ganz normalen Rollen. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen länger an dem Rätsel aufgehalten, als ich eigentlich wollte. Aber Rätsel sind echt geil. Und hier haben sie wirklich teilweise im Spiel Rätsel eingebaut, die unglaublich hart sind. Also, wo man sich denkt, holy shit. Das finde ich echt genial, muss ich sagen. Gut, wie gesagt, wir haben etwas die Zeit überschritten. Und dann würde ich sagen, machen wir kurze Pause, sehen uns beim nächsten Part. Vor Legend of Grimrock wieder hinten sehe ich einen magischen Zauberkristall. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Legend of Grimrock. Bye, bye.